Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 341 von Simotrans. Ja, ich habe mein System leider noch nicht neu aufsetzen müssen, sondern wir sind immer noch beim gleichen Problem. Und ja, wir müssen gucken, was wir da getan haben, was wir nicht getan haben. Und da würde ich sagen, schauen wir nach dem Intro rein. Ne? Bis gleich. So, dann gucken wir mal, was wir hier so haben. Also, wir hatten letztes Mal... Ja, der See ist auf jeden Fall noch richtig. Das bedeutet, dieses Laden der Folge hat geklappt. Wir hatten hier, glaube ich, die Signale schon gemacht. Standard-Lichtsignal steht da. Und hier müsste ja was anderes stehen, ne? Ja, Vorsignal, passt. Dann ist das richtig. Dann hatten wir noch... was haben wir denn noch gemacht? Ach so, das war hier mit den Personenzügen, der jetzt hier drinne steht. 518, okay. Jetzt gucken wir mal gerade hier rein. Da sind nur zwei drauf, okay. Hier haben wir aber nur noch 1000 Sack Post. Das passt, der läuft also richtig. Aber hier wollen wir definitiv mehr haben. Weil ich glaube, das lohnt sich, weil der ja schon wieder voll ist. Ne? Sind, glaube ich, beide voll, ne? Wenn ich das so sehe. Das bedeutet, wir brauchen Depot aufgerufen und ich würde sagen, zwei Züge noch da drauf setzen. So, was ist denn das? Achso, das sind die Postdinger. So, jetzt brauchen wir einen Zug, der damit anfängt und dann diesen Mittelwagen hat. Eins, zwei, drei. Dann sind die genauso groß wie die anderen und dann brauchen wir noch eine Lok, die... dieses hier ist. 140 und die fährt, glaube ich, 160. Ne? Dann passt das erstmal. So, dann brauchen wir hier eine Linie, die da PZ Riedenburg, Kardex und Adenau Industrie heißt. Genau, das Ganze kopieren wir und starten das Ganze. Die zweite Runde kommt er da raus? Ah ne, da fährt jetzt noch eine Straßenbahn vorbei, ne? Jetzt kommt er raus, ne? Ja, gut. Der fährt jetzt da lang. Und der zweite, der startet auch. Sollen wir das machen? Ja, komm, wir starten den auch. Nehmen den aber auf. Und der Fahrplan bei dem geht mal einfach hier so Riedenburg rauf in den Betriebshof hin, ne? Oder? Dann fährt er woanders hin. Dann sollte das vielleicht klappen. So, dann haben wir das gemacht. Das ist schon mal gut, oder? Und wir wollten weiterschauen. Ah, hier unten, da ist es doch. Das ist doch hier unser Kohlebergwerk, welches wir anschließen wollen. So, wie schließen wir das an? Also wir können es nach hier anschließen, aber hier wird, glaube ich, keine Kohle geholt. Während hier oben ja, glaube ich, schon Kohle geholt wird. Auf jeden Fall steht da ein Kohlezug. Jetzt müssten wir hier gucken, wie wir da ein Dingens hinkriegen. Ne? Hier ist eine Schräge, die müssten wir wegmachen. Und dann Tunnel hier drunter her am besten. Wahrscheinlich so, ne? Basteln wir mal. Basteln wir mal erstmal die Schräge weg hier. So, das wäre jetzt... Ja, ich glaube, wir müssen hier noch einen machen, um drunter herzukommen. Hier wäre jetzt eine Kreuzung zu machen. Ja, könnte klappen, oder? Also was? Das war jetzt falsch. Einen müssen wir wieder reinstopfen. Das hat geklappt. Jetzt sind wir über den anderen wieder hoch. Jetzt passt's, ne? So, jetzt brauchen wir eine Schräge für den Tunnel, die so aussehen muss. Dann kommt der Tunnel da raus. Und dann müssen wir jetzt schauen, dass wir hier irgendwo rauskommen. Ich hoffe, das ist so richtig. Die Schräge dahin. Nee, da leider nicht, sondern da. Das bedeutet, das wieder hier so wegmachen, genau. Und die andere Schräge für Straße hoch ist das. Passt. Und jetzt den Tunnel. Ich hoffe, ich habe das getroffen. Der 100er Tunnel soll da sein. Passt. Super. So, 100er Straße kommt hier raus. Ist auch gut.
100er Straße geht hier hin, 100er Straße geht dahin. Passt erstmal. So, und hier müssen wir jetzt bis dahin. Und dann so, so, so. Jetzt machen wir da die erste Haltebucht hin. Dann können wir die noch setzen und haben drei, ne? So, jetzt ist die Frage. Ach so, das ist eigentlich auch keine Frage, sondern wir können das einfach sogar hier schon hinstellen, ne? So, Auswahlsignal passt. Dann können wir das auch nochmal hier bauen. Passt auch. Dann bauen wir hier die Straße nochmal so. Ja, machen wir so, obwohl ich glaube, diese drei hätten jetzt nicht sein müssen, ne? Aber wir machen es mal, ne? So, das ist klar. Jetzt brauchen wir noch dann für ein Depot hier einen Platz. Den dahin. So, gut. Das kann weg. Das kann weg. Ich glaube, wir sind fertig, ne? Da ist die Station da dran gebaut. Passt. Und da ist sie da. Wir haben Auswahlsignale. Wir haben hier jetzt die Möglichkeit, LKWs zu nehmen. Benötigt ist Kohle. Das sind die. Okay. Anhängermäßig ist ja nur der eine. Dann wird passt. Der. Dann machen wir Fahrplan. Hier. Und 100% laden. Nach da oben. Okay, das klappt wieder nicht. Nach hier. Da soll er entladen. Das ist eine neue Linie. Das ist LKW Kohle Grüne Wiese. Und neue Linie. Passt nicht, ne? Oh, shit. Egal. Jetzt müssen wir also die Linie noch finden, ne? Welche waren das jetzt? Ist das schon einsortiert mit grüner Wiese? LKW Kohle, lauter. Ne, hat er ja gar nicht genommen. Das heißt, wir müssen irgendwo ganz unten welche haben, wo einer das dann von ist. Jetzt sag nicht, der geht durch. Ach, der geht bestimmt durch, ne? Oh, das ist ja geil, oder? Oder doch nicht? Ne, doch nicht. Aber einer hiervon wird sein. 136, 158. 158. LKW Kohle Grüne Wiese. Schuss. Schließen. Passt. Kopieren. Kopieren. Drei am Start. Läuft. Hoffe ich. Ein LKW. Lädt natürlich nicht, weil keiner was braucht. Ist auch klar. Zwei LKW. Und drei LKW. Und die sollten da auch entladen. Passt. Lassen wir mal so. Und wollen hoffen, dass das alles so richtig ist. Irgendwann werden die auch bestimmt fahren. Ist nur die Frage, wann, ne? Aber solange sie stehen, kostet ja kein Geld. Okay, das haben wir. Haben wir denn noch mehr? Haltestellen, Stadtliste, Warenliste, Industrien. Ach, kann ich ja nicht machen, ne? Fischfanggebiet. Fährt hier einer hin? Weiß ich nicht, ne? Könnte sein, muss aber nicht, ne? Gastwirtschaft, Gastwirtschaft. Arbeiter wohnen in Haltestelle mit dieser Folge verbunden, Fischfanggebiet. Ich glaube ja, fährt einer hin, oder? Gibt ja auch nur ein Fischfanggebiet und da wir Fisch holen, kann es ja nur das sein, oder? Gibt es denn hier noch?
Ich weiß nicht, was diese Symbolik hier ist, aber ich gehe von aus, dass die Symbole sagen, dass da alles vorhanden ist. Güter und Post. Ich glaube, es ist alles angeschlossen, oder? Ich will es hoffen. Ja. Gehen wir mal von aus. Alternative wäre natürlich, wir gucken hier rein. Machen die Karte mal größer. Schauen, was das ist. Ah, ist ein See, okay. Ich dachte, das wäre eine Station. Das haben wir angeschlossen. Das ist eine Sehenswürdigkeit. Die ist natürlich nicht angeschlossen, würde ich jetzt aber auch nicht machen wollen. Ah, guck mal, da ist ein Fischfanggebiet. Ich glaube, das ist nicht erschlossen, weil wir, glaube, das erschlossen haben, oder? Nee, das ist eine Bohrinsel. War es doch das oder war es hier? Das ist eine grüne Insel. War mir nicht sicher, ob der Fisch nicht hier wegkommt irgendwo, aber kann auch sein, dass er da wegkommt. Aber man kann das doch irgendwie bestimmt anklicken, ne? Da. Ah, da warten die Kühlbahnen. Also das heißt, das Fischfanggebiet, was ich eben hatte, glaube. Wo ist die Liste? Jetzt wieder weg. Industrien. Und ich glaube, dieses hier ist nicht das gleiche wie das, oder? Oder doch? Eigentlich nicht, weil hier steht nichts. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ist jetzt gerade schwierig, ne? Ich glaube, das ist das Fischfanggebiet und das ist die Anlegestelle. Kann das sein? 300, ja, das wird so sein. Genau so ist es. Da steht ja die Nummer dahinter. Alles klar. Hat sich erledigt. Ist doch alles richtig. Gut, okay. Was haben wir hier jetzt? Also, da ist hier unser Lieblingstourismusziel. Wie sieht's hier aus? 15 und 3. Passt noch alles. Ja, hier haben wir auch schon eine Straßenbahn am Laufen. Gut, würde ich sagen, läuft erstmal. Ich stelle mir gerade die Frage, ob es hier überhaupt einen Zug gibt, der da hinfährt mit Personenzug. Haben wir das mal geguckt? Müsste man mal schauen, ne? Fährt ein Personenzug nach Riedenburg? Sehe jetzt gerade nicht so, dass das ist. Hier, Verbindung. PZ, doch hier, Zug. Der fährt dahin. Also gibt es doch eine Verbindung. Wie viele Leute warten hier? Nach Adenau. Über den Hafen oder was? Begonienweg, nee. Über Adenau Geflügelhof, das ist mit Zug, definitiv. Geflügelhof ist alles klar. Okay, das läuft. Aber die Züge kommen halt hier. Wir haben ja auch zwei erst dran neu gemacht. Müssen wir mal gucken, dass das läuft, oder? Stadtliste. Einwohner sortiert. Waldeck ist jetzt mittlerweile am größten. Waldeck war da, ne? Ja. Machen wir B. Ne, B war nicht richtig. V war richtig. Machen wir V an. Hier muss man eine Station bauen. Hier. 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 Ja, okay, hier nicht mehr dann. Also wir haben bei Waldeck definitiv bei dieser größten Stadt schon mal Stellen zu machen, wo wir Bushaltestellen hin platzieren müssen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Hoffe, dass ich es schaffe, das System neu aufzumetten, damit wir wieder normal spielen können und hoffe, das funktioniert, dass der Spielstand dabei ist. Kann ich nicht garantieren, aber ich bin guter Hoffnung eigentlich. Hoffen, hoffen, hoffen. Okay, dann würde ich sagen, ne, Daumen hoch wäre super und macht euch das nächste Video mit der Glocke dann an, weil ihr die Glocke aktiviert und dann kommt das ja. Und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.